und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate Team. Mit mir, dem Alex, natürlich wieder hier am Dienstag um 16 Uhr pünktlich. Ich nehme die ganze Folge am Samstagabend auf und ja, mal schauen, wie wir jetzt spielen können gegen einen, der echt ein gutes Team hat. Und ja, mal schauen, wie wir so abschneiden werden. Ja, einfach mal reinschauen, keine Ahnung. Und der geht direkt richtig geil ab, mit seinen geilen Spielen mal hier rumtricksen zu müssen. Ich habe gestern ein bisschen was gespielt, also Season und Co-op Season, von daher vielleicht kriege ich heute einiges schon hin. Aber vielleicht lasse ich mich auch wieder komplett verarschen, wie jetzt gerade, und habe nicht einmal den Ball berührt, den kompletten Spiel. Wie behindert spielt der? Ist okay, es laggt zumindest schon mal nicht. Das ist von daher schon mal eine positive Aktion gerade, aber ich hatte noch keinen einzigen Ballberührung außerhalb vom Torwart jetzt gerade. Ah, das ist zu weit. Irgendwie muss ich mich erstmal wieder eingrooven. Von meiner Position der Facecam her passt alles, okay. Da muss ich auch natürlich immer noch ein bisschen nachschauen, wenn ich gerade das erste Spiel am Tage von einem Spiel aufnehme, weil ich ja immer ein paar Zentimeter links oder weiter rechts sitzen kann, aber es ist ja auch egal im Endeffekt. Ich will nur nicht, dass irgendwelche Anzeigen überblendet werden mit meiner Facecam. So. Come on. Oh shit. Ja, kriegt der Torwart natürlich locker, war klar. Oh shit, wie ich ihn einfach nur von den Beinen hole, aber nicht den Ball bekomme, den ich eigentlich haben will. Juckt das Spiel einfach nicht, juckt es nicht. Kann man mal machen. Lauf hin, lauf hin, lauf hin. Der spielt echt so richtig Hurensohnartig. Das ist halt das Problem bei dem Spieler. Guck, er lässt sich Zeit, er spielt dann immer zu manchen anderen Leuten hin und so weiter. Er spielt richtig wie so ein Bastard. Ich glaube, das wäre abseits. Ja, wäre es auch gewesen. Sonst wäre mein Spieler nicht da weggelaufen. Oh, schade, ich habe ihn nicht erwischt. Ah, komm. Der spielt richtig abgehoben. Das kann ich überhaupt nicht abhaben. Ja, das ist eine gelbe oder so. Ganz ehrlich, wenn das eine rote gibt, dann... Ah, zum Glück nicht. Wäre auch wieder ein bisschen zu übertrieben. Na komm schon. Ja, super. Das war knapp. Der Pass war knapp. Alter, wie der mich einfach abgeschoben hat. Zack, komm schon. Natürlich, der Übertorwart ist wieder back am Start. Ach, der Schuss, den wollte ich natürlich gar nicht so abgeben. Das war irgendwie ein Zufallsprodukt, dass der Ball da gelandet ist. Es sollte natürlich erst, ja, ein Angriff quasi. Also erst, quasi, ja, ein versuchter Zweikampf werden. Fick dich. Als ob der so einen übertriebenen Schuss nicht auffällt. Da habt ihr schon gerade gemerkt, wie ich ein bisschen so mitgezuckt bin, weil mich das voll verwundert hat, dass er mal wieder so easy so einen Schuss hält. Ja, natürlich ist der Torwart da wieder drin im Geschehen. Ah, geil. Natürlich. Fuck it, jetzt gibt's ein Tor. Ja, natürlich hält den meiner wieder nicht, weil ich einen richtigen Scheiß-Torhüter natürlich habe. Ich habe natürlich immer noch kein Geld für neue oder irgendwas, da ich nur normal spiele und auch nicht viel spiele und immer noch kein Geld gewastet habe. Aber ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge, die dann irgendwann, keine Ahnung, unter der Woche aufnehme oder sowas, Ende nächster Woche aufnehme, also Ende dieser Woche aufnehme, die dann halt nächste Woche kommt. Da werde ich mal wieder ein bisschen, wahrscheinlich mal wieder ein Pack-Opening reinsetzen oder wahrscheinlich eine Folge Pack-Opening und dann, genau, wahrscheinlich eine Folge Pack-Opening mal wieder machen, die nächste Folge dann. Wie er so Bälle einfach easy hält. Okay, es war abseits, egal, aber wie er einfach meine Bälle so easy hält. Und bei ihm war das wieder so ein easy Ball, der ins Tor reingegangen ist. Es ist einfach nur belastend. Ist mal wieder sehr offensiv. Weil in der Abwehr bringt es ja anscheinend eh nichts, wie wir gerade gesehen haben. Die Abwehr ist eh nicht da. Da können wir auch auf sehr offensiv gehen, wenn die Abwehr eh nie da ist, wo man sie braucht. Guck mal, wie abgehoben der spielt. Das geht mir so auf die Eier. Aber ich kann halt nichts gegen machen, wenn in dem Moment immer meine Spieler scheiße machen. Die Bälle einfach scheiße ankommen. Wie scheiße die Bälle hier einfach fliegen. Na komm schon, lauf. Ja, der Ball war scheiße. Hat aber funktioniert.
Nein, da wollte ich nochmal rüber sweaten und das hat mir das Genick gebrochen. Aber gut, das erste wäre eh schon abseits gewesen. Da wollte ich einfach schon wieder zu sehr rausspielen und zu wenig einfach mal draufschießen aus einer gewissen Distanz wieder. Ja, ich wollte eigentlich zu dem Nachbar spielen, der da stand, aber gut. Wie eben halt einfach on the fly den Ball abnimmt. Nervt nicht. Ganz ehrlich, da rennt er da so schwul rum, will an mir vorbeirennen. Da kann ich mich mal am Arsch lecken, dann fick ich ihn einfach weg. Aber wie viele Chancen ich schon wieder hatte und wie wenig es gebracht hat, das ist echt jedes Mal wieder richtig, richtig geil. Es ist schon immer wieder ein bisschen belastend bei FIFA natürlich. Er hat schon wieder so eine scheiß Schussausgabe gehabt. Es sind einfach seine besseren Spiele halt mal wieder gewesen jetzt. Im Moment, ich habe echt mehr Chancen gehabt, aber es sind einfach nur seine besseren Spieler wieder, die da das ausgemacht haben, auch das 1-0, was halt lappenhaft war. So, war kein Abseits. Ich bin so scheiße. Ich bin noch so scheiße. Mann. Okay. Jetzt brauche ich mich noch nicht mehr wundern. Das war so lappenhaft gerade. Da wollte ich unbedingt ums Verrecken sweaten. Und dann hat es auch noch funktioniert. Und dann hat er, also hat es erst nicht funktioniert, dann hat es funktioniert. Und dann ist auch der Ball noch nicht angekommen. Wie halt jeden Ball hält, weißt du? Na, komm. Aber erstmal jeden Schuss, der aufs Tor kommt, hält er halt einfach erstmal, weißt du? Wahrscheinlich der zweite oder dritte Schuss dann nicht, aber der erste Schuss, den hält er immer erstmal. Overpowerter Scheiß-Torhüter. Ah, hätte hoch sein müssen, dann hätte es funktioniert. Boah, was für Glück ist der vorbei. Da habt ihr mich gehört, also da habt ihr kurz von mir nichts gehört. Da habt ihr nur gesehen, wie ich kurz ruhig war. Weil es so ab, weil ich mich gerade wieder so konzentrieren musste in der Situation. Na komm, lauf. Und jetzt Turnaround. Ja. Flanke. Natürlich kommt die Flanke mal wieder nicht an. Und natürlich kommt er dann wieder im letzten Moment dazwischen. Er hat einfach immer echt den Luck halt. Er säuft halt das Glück wieder in Schalen. Obwohl ich halt natürlich auch schon wieder ein paar Chancen, in ein paar Situationen meine Chancen halt hart vergeben habe. Was halt auch mega dumm ist. Da war der schon im Abseits. Aber der hier noch nicht. Alter, wie er es einfach abpfeift. Und dann Halbzeit pfeift. Ja, wie gesagt, unverdient ist. Also das 1-0 an sich war schon richtig lächerlich, muss man ja echt sagen. Und deswegen ist das Ganze, diese ganze Führung alles lächerlich einfach nur. Weil das 1-0 schon einfach wieder nur so ein gammeliger Schuss war. Wie viele gammelige Schüsse habe ich denn bitte schön gemacht? Und die sind nicht rein. Jo, da kriegt er mich wieder. Nice. Ja, und da bleibt der Ball hängen. Und mein Spieler checkt es erst 2 Minuten später. Das ist halt das Krasse daran. Ja, juckt mich nicht, ob der jetzt rot kriegt. Hat er im Zweifel auf. Nervt nicht, Mann. Und es gab nicht mal irgendwas, obwohl er schon gelb hatte. Aber wie sowas immer gute Chancen hat bei dem, weißt du, weil ich einfach noch so einen richtigen Scheiß-Torwart habe. Weil ich mir keinen Neuer leisten kann. Und auch wahrscheinlich niemals wert. Ich muss da echt gespannt, was bei der nächsten Woche, wenn ich das Pack-Opening mache, was da rauskommt für Endmünzen, was ich mir davon für Spieler kaufen kann. Ich würde gerne bitte einen vernünftigen Spieler ziehen, den ich halt verkaufen kann für gut Geld. Weißt du, und sowas hält er halt immer locker. So einen richtig krassen Schuss auf sein Tor hält er einfach. Dass der irgendwie fest oder so ist, juckt den natürlich nicht. Und meine Spieler verarschen sich an der Stelle selbst, geil. Natürlich kann er sich hier den Ball nicht normal holen. Ja, natürlich kommt der Ball durch, ist klar. Wie der schon wieder fast rein wäre, ne? Wie halt immer der Luck hat. Alter, das kann auch keiner vernünftig erklären. Das ist pure Luck, was der hier hat bei den Bällen. Dass die immer irgendwer noch drankommt mit irgendeinem Lappenspieler. Lauf! Ja, der Spieler läuft ja einfach nicht. Schiri steht im Weg, nice.
wie der halt einfach nicht mitläuft. Er bleibt stehen, wo ich den Ball mache. Den abtropfenden Ball bleibt da stehen. Ja. Ich hätte schon wieder gedacht, dass so ein Scheißball reingeht. Natürlich, warum nicht? Wir sind einfach schon in der 62. Minute und er hat sein eines Scheiß-Luck-Goal gemacht. Er hat so viel Glück hier die ganze Zeit. Nur Glück beim Zocken, dieser Bastard. Guck dir mal, so eine Scheiße meine ich jetzt wieder an. Hurensohn. Auch wenn es mit Innenpfosten war, endlich ist er rein. Boah, das hatte ich, als ich ja schon wieder den Pfosten gehört habe, habe ich kurz Schiss gehabt, aber zum Glück ist er noch reingesprungen. Jetzt hatte ich mal wieder ein bisschen Glück. Ja, und direkt macht er wieder so eine Scheiße mit Zurückspielen, weißt du? Seit wann darf er den in die Hand nehmen, ihr Hurensöhne? Der nimmt ihn einfach in die Hand, obwohl er vom eigenen Spieler kam. Alles klar, EA, fickt euch. Was spielt ihr hier jetzt für eine Scheiße, Mann? Der spielt richtig provokativ Hurensohn-mäßig. Ich fick den jetzt einfach um. Ja, kommt von mir aus auch so. Juckt mich nicht. Natürlich kriegt mein Spieler den Pass nicht hin, ist klar. Lauf. Das ist halt einfach nur mal Müller, die lahme Krücke. Ja, nice. Nice, er lässt sich komplett den ganzen Ball klauen. Ja, jetzt muss ich aufpassen hier natürlich. Ja, abseits? Nö. Ach, oh, doch, es gibt's. Wow. Hm, kommt natürlich nicht an. Warum auch? Natürlich läuft da zwischendurch jemand rein. Das ist einfach immer so typisch. Und dafür gibt es jetzt sogar noch einen Foul. Ja, weil er ihm im Weg stand. Alles klar, voll der Foulcode. Er stand ihm im Weg. Natürlich schießt er den wieder dahin. Natürlich fällt er noch bei hin. Alter, wie die alle auch laufen in dem Moment. Wie so richtige Krüppel laufen die da manchmal. Missgeburt. Und schön reingenagelt links unten. Konnte er nichts machen. Nice. Sehr schönes Tor, sehr schön. Als ob ich ihn dann durchlaufen lasse, da kriege ich halt jetzt die nächste rote. Juckt mich nicht, ich glaube, ich lasse ihn durchlaufen oder was? Okay, jetzt Ecke. Bin ich wieder ein bisschen gefährlich natürlich. Alles klar. Na komm. Natürlich kann er sich da wieder nicht durchsetzen. Warum ist denn das abseits? Mann. Immer Pech. Hätte es auch mal kein Abseits sein können, mein schnell ausgeführter Ball, dann wäre auch gut gewesen. Aber gut, ich bin eigentlich gar nicht in Zugzwang. Er ist ja in Zugzwang. Er muss ein Tor schießen, nicht ich. Wie sowas schon wieder richtig krass aufs Tor geht und mal ich Glück habe, dass der Torwart mal überhaupt was hält. Echt krass. Schade. Sollte zum ersten gehen, ist es aber nicht. Juckt mich nicht, ob der irgendwelche Freistöße kriegt. Das bringt mir im Endeffekt alles nur Zeit, wenn er Freistöße und so weiter machen muss. Dann bringt mir das irgendwo auch Zeit und das ist mir, ja, ist eigentlich wert.
Das war gerade scheiße, der Pass. Ah, fuck it. Da kommt der Pass auch noch durch. Und jetzt komm. Ja, komm. Ah, schade. Da wollte ich schon mal einfach so einen Distanzschuss versuchen, gleichzeitig auch noch versuchen können anzunehmen und zu schießen. Aber ist egal, ich habe schon 2-1 geführt. Und damit habe ich den Sieg mir holen können. Sehr gut. Und ja, da können wir mal gerade auf die Tabelle schauen. Ja, 2-0 ist meine Bilanz. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.